Das ist Witwe Berger. Mit Max und Glücke. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zur ersten Ausgabe von Witwe Berger mit Plücke und mit mir. Hallo Plücke, wie geht's dir? Hallo Max, ja, mir geht's sehr gut. Wie geht's dir denn? Das ist auch die Frage. Das ist die Frage. Ja, mir geht's auch fantastisch, weil wir hier unseren allerersten Podcast machen. Aber auch ein bisschen aufregend, ne? Es ist auch ein bisschen aufregend. Es ist natürlich ganz was Neues, aber ich habe das Gefühl, wir sind natürlich gut vorbereitet. Natürlich. Wie immer. Wir haben uns alles aufgeschrieben. Auch diesen Dialog übrigens. Auch den Dialog. Handschriftlich. Handschriftlich, mit der Feder noch. Genau, weil bei uns wird Qualität noch groß geschrieben. Das werdet ihr alles im Laufe des Podcasts noch bemerken, richtig? Natürlich. Gross wird das sogar geschrieben. Also mit Inversalien, so dass 2S dazu, ne? Also mit 2S geschrieben wird. Nicht SZ. Wie findest du das neue SZ im Großschreiben? Ich finde das toll. Ich finde das wirklich super. Ich bin großer Fan davon und ich nutze das auch. Ich finde, das soll alles so bleiben, wie es mal war, und sowieso alles Neue ist erstmal. Bin ich Spinnefeind erstmal. Okay, verstehe. Und wie ist das dann so grundsätzlich mit dem SZ, wo, oder mit dem Doppel-S, wo es früher das SZ gab? Akzeptierst du das? Oder? Das akzeptiere ich, ja, weil ich bin ja auch noch sehr jung. Stimmt. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ha, gut. Verstehe. Ja. Das ist schon besser. Ja, deswegen kommt jetzt gerade das Intro. Nee, das Intro war schon, ne? Das lief schon. Ach so, ja. Das ja. Wir müssen jetzt gar nicht mehr das Intro so ansagen, wie bei dir im Podcast. Das lief gerade schon, aber das hast du irgendwie überhört. Ja, habe ich gerade überhört, weil ich ja so noch so jung bin. Ne? Habe ich jetzt überhört. Deine jungen Ohren hören ja nicht so viel, noch nicht so viel. Noch nicht so gut, nee. Genau. Müssen erst ausgebildet Kommt werden. Ja alles im Alter. Ja. Ja, bevor wir jetzt so in Schwafeln geraten. Wollen wir nicht. Ich wollte dir ganz kurz mal was sagen. Ich bin nämlich, ich bin letzte Woche eingenickert, so ein bisschen. Ja, okay. Und erst sehr spät wieder aufgewacht. Das heißt, ich habe gar nicht mitgekriegt, was los war überhaupt in der Welt. Was war denn los in der Welt? Kannst du uns mal ein bisschen auf Schiene bringen? Ich bringe euch auf Schiene, hier kommt der Nachrichtenrückblick. Also der letzte Oktober war nachrichtentechnisch natürlich gruselig. Es ist weltweit sehr viel passiert und deswegen müssen auch wir zunächst über das gruseligste Thema überhaupt sprechen, auch wenn es natürlich ein Thema ist, über das man nicht gerne spricht. Sarah Wagenknecht hat angekündigt, ihre eigene Partei zu gründen. Ja. Das ist natürlich eine Wahnsinnsmeldung, muss man sagen. Damit wird die Parteilandschaft nun vollkommen neu aufgewirbelt. Also im Bereich Sonstige. BSW heißt Sarah Wagenknechts neue Partei. Das steht für Bündnis Sarah Wagenknecht. Das klingt schon mal super, finde ich toll. Dass Sarah Wagenknecht ihren eigenen Namen im Parteinamen untergebracht hat, kommentierte Christian Lindner übrigens mit den Worten: Ah, ja, sowas geht. Gut, wie komme ich jetzt von einer kleinen Gruppierung zu Cosplay? Schwierig. Aber ebenfalls im Oktober wurde der Cosplay-Weltrekord aufgestellt. Ja, in Hamburg. Dort trafen sich 493 Cosplayer zusammen in einer Halle. Nebenbei war das übrigens auch der Weltrekord für die meisten Discord-Mods auf engstem Raum. Auch im letzten Oktober ist der Kartenverkauf für die EM in Deutschland gestartet, die ja nächstes Jahr stattfinden wird. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Man kann sich also um Tickets bewerben, kaufen kann man sie nicht, um dicht auf dicht mit viel zu lauten und betrunkenen Menschen bei einem Ereignis zuzuschauen, von dem man dann durch die Umgebungslautstärke sowieso nicht so viel mitbekommt. Anders gesagt, Unterricht in der 9D. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse gab es auch. Der Mond ist rund 40 Millionen Jahre älter als gedacht. Wahnsinn, 40 Millionen Jahre älter als gedacht. Damit steht er in deutlichem Kontrast zu Joe Biden, der wirkt nämlich 40 Millionen Jahre älter, als er ist. Was ist die Pflege, fragt man sich da. Also Sonnencreme ja wahrscheinlich nicht. Der Mond ist der einzige, den permanente Sonneneinstrahlung nicht schneller altern lässt. Wahnsinn. Der Mann im Mond ist inzwischen so unnatürlich schön, dass er demnächst Influencer wird. Und letztlich, das Jugendwort des Jahres steht fest, es ist Goofy. Ja, zur Feier des Tages wird Susanne Daubner im nächsten Mickey Mouse Magazin ein Charakter sein. Das waren die Nachrichten aus dem Oktober. Das war's schon, da ist ja gar nicht so viel passiert, wie ich dachte. Nee, das war ein wahnsinnig ereignisarmer Monat. Langweilig. Wie findest du das Jugendwort? Goofy, wie ich das finde? Ja? Ich finde es nicht schlecht. Gefällt mir gut. Ist natürlich, ich bin ja in dem richtigen Alter, um darüber urteilen zu können. Ich habe nicht mitgemacht bei der Abstimmung,
Ich fand dieses Jahr alle drei Wörter gar nicht mal so schlecht. Letztes Jahr auch nicht, aber die Jahre davor war es ja immer so ein bisschen komisch, was einem da so angeboten wurde. Da hat sich irgendjemand aus dem Verlag dann ja auch eigene Wörter ausgedacht und dann wurde gesagt, ja, hier, Axelhaare heißen jetzt Axelfasching und sowas. Das war ja total komisch. Also das ergibt inzwischen schon mehr Sinn, habe ich das Gefühl. Aber kennst du denn Leute, ich meine, ich aus meiner Klasse zum Beispiel, ich kenne keinen, der so redet. Kennst du jemanden, der sagt Goofy? Das ist aber ganz schön Goofy, mein lieber Herr Gesangsfreund, das ist aber ganz schön Goofy jetzt. Ja, naja. Oder die Waldfee, das ist aber jetzt Goofy. Das ist so, ich glaube, da bist du noch ein bisschen zu jung für einfach. Das kommt dann nach der Grundschule, wenn man sich dann versammelt, so nachmittags, wenn man da wenn die jungen Leute abhängen, ja. Das ist, Chillen, sagen wir immer. sorry, stimmt. Bin ich zu alt, kannte ich nicht das Wort. Dann fällt das Wort schon das ein oder andere Mal. Das ist immer so ein ironischer Unterton, also es sagt niemand ernsthaft, aber es wird immerhin benutzt. Und das ist ja schon mal gut. Aber kannst du mir mal einen Satz sagen, wie das benutzt wird? Also in so im ganzen Satz sprechen? Oh, das ist jetzt natürlich schwierig. Hey. Alter, Alter, hey Alter, das war ganz schön goofy. Ja, Was? perfekt. Sehr gut. Nee, sag mal einen Satz, Ey, bitte. Plücke, dein neuer Podcast ist sowas von goofy. Sowas sagt man und dann sagt die andere Person, ach, was denn ich sag's? So, zum Beispiel. Schieß mir einen Arm ab, doch. Genau. Das ist, so ungefähr. Also, ich weiß, ich bin da Wahnsinn. jetzt ja auch nicht. Bin ein bisschen zu alt. Na, oh Gott, oh Gott. Naja. Ja, cool. Voll goofy. Also ich find's voll goofy, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, schön, schön. Find's immer herrlich, wenn. Das ist immer das Beste, was es gibt, wenn dann die Jugendwörter rauskommen und dann, also mit Verlaub, wenn dann ältere Leute über die Jugendwörter reden. Was ich meine ich ja jetzt auf keinen Fall dich, das ist ja klar. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los? Das ist so möchte ich gar nicht anfangen, aber das ist immer wunderbar, wenn dann über dieses Wort geredet wird, so in allen möglichen Boulevard-Shows und dann da die mittelalten Moderatoren das Wort die ganze Zeit in den Mund nehmen und dann darüber philosophieren, was das überhaupt bedeutet. Das ist immer sehr unangenehm anzusehen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, aber ich glaube, es war schon immer so, dass man, ich meine, das ist ja ein Klassiker, dass die alten Leute über die Jugend schimpfen und so, wie schlimm die geworden sind und so, das war ja schon immer so. Die Jugendlichen mit den langen Haaren früher und Ja, sowas, geht die gar nicht. Beatle-Zeit und so. Ja. Wir haben natürlich noch nicht gelebt und so, das war ja meine Ur-Ur-Ur-Oma, die darüber gesprochen hat. Aber es gibt ja immer, in jeder Generation gibt es ja immer Leute, die die neue Generation dann so verachten und dann nicht verstehen und sowas. Ja. Und ich glaube, früher war aber, da gab es halt das Internet nicht. Da haben die Jugendlichen haben das nicht mitgekriegt, dass so viele Leute sich darüber beschwert haben. Und glaube ich, auch so viele alte Leute haben nicht mitgekriegt, wie die Jugend redet. Und jetzt kriegen das beide Seiten mit. Das finde ich äußerst unangenehm oft. Es ist ein äußerst skurriler Austausch der Generation, der inzwischen stattfinden kann. Also es ist irgendwie, also auch wenn Austausch eigentlich häufig was Schönes ist, ist es so bei Generationen ganz schön, wenn man dann doch so in seiner eigenen Bubble bleiben kann, habe ich das Gefühl. Ja, Naja. aber ich meine auch, ja, na gut, na gut. Nee, bitte. Naja, aber nee, ist schon gut. Ist ja alles unwichtig, was ich sage. Ist also, Entschuldige. ich bin ja eh noch zu jung dafür. Ja, aber du sprichst schon wahnsinnig gut für dein Alter. Danke, danke. Ja, deswegen sag Aber doch noch mehr. nee, aber jetzt sagen, wir müssen uns, glaube ich, erstmal vorstellen, oder? Bevor die Leute da unser Sabbelmohl Das hören, ist müssen wir uns richtig. auch erstmal noch Das haben wir ja vorstellen. ganz vergessen vom Ja. Oh, voll Nachrichtenüberblick. Goofy! Haben wir voll vergessen. Oh, ist das Goofy jetzt gerade? Ja, ach, herrlich. Ja. Ja. Willst du vorpreschen, so sage ich das mal in meiner Ja, sag das mal jugendlichen so. Art? Kann ich machen. Ich weiß aber, also, was willst du denn hören von mir? Ich kann erstmal stelle ich mich so vor, dass ich sage, hallo, guten Tag. Mein Name ist Max. Ich bin ein junger Kollege von Henning. Wir kennen uns durch, ja, wodurch kennen wir uns? Ja, wodurch kennen wir uns? Glaube ich, irgendwie so Schnittstelle Martin Reinl, kann das sein? Das ist, stimmt, ja klar. Ja, so durch unsere alten Puppenmachenschaften im Internet sozusagen. Ne, wir haben beide irgendwelche kreativen Auswüchse mit der Welt geteilt. Und ja, letztendlich warst du der Einzige, der meine Sachen gesehen hat und umgekehrt vielleicht auch. Aber nicht so schlimm.
Nee, wir teilen auch so ein bisschen beide diese Tragik, dass das, was wir machen, keiner sehen will. Ist das so? Ich glaube, ich habe früher angefangen als du mit der Puppencomedy auf YouTube und habe mich halt immer, ich war immer sehr deprimiert, am Anfang noch nicht, aber dann irgendwann habe ich gemerkt, dass es wird auch nicht besser, Ja. dass es halt keiner gesehen hat, dass es so wenig Klicks gibt und sowas. Und dann kamst du und dann habe ich gesehen, so wahnsinnig viel mehr hast du jetzt auch nicht. Nee. Nee, Quatsch, Und überhaupt das ist nicht. irgendwie schon ein bisschen tragisch, weil es ist ja eigentlich ganz gut, was wir machen, oder? Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Also ich habe jetzt Warum? neulich meinen YouTube-Kanal durchgeschaut und es sind ja extrem viele Videos auch inzwischen privat gestellt aus sehr guten Gründen. Also Ach, wirklich? ich habe da von, also ich habe inzwischen 4 Videos noch online, bei denen ich auch sage, die Ach. sind ganz gut gelaufen, waren ganz schön. Das sind hauptsächlich sind zwei Synchronisationsarbeiten, die ich gemacht habe und Rest habe ich jetzt vergessen. Aber das ist noch ganz ordentlich. Das können auch andere Leute sehen, ohne dass ich mich dafür schäme. Weihnachtslied. Das Weihnachtslied, klar, stimmt. Auf dem Balkon. Habe Auf dem Balkon. ich eigentlich erzählt, das hat mein Vater dann in die Familiengruppe reingeschickt. Das fand ich dann, naja. Oh. Ja, gut. Ja, guck, so weit habe ich es noch nicht mal geschafft. Ich habe immer so kleine Clips erstellt, weil ich habe damals noch von meinen Eltern immer so ganz viele Videos bekommen. So Das stimmt. dieser Frosch, der da so singt und so der Schlumpf, Der der Schlumpf, synchronisiert wurde und der sowas. schöne Geburtstagsgrüße auswünscht. Ja, Richtig. genau. Und der immer so hüpft und so und sagt, ach, jetzt ist schon wieder Weihnachtszeit und dann so in Reimen spricht. Oder so dieser Elch ist auch mal so ein Klassiker, so ein Und kleiner kennst du die Elch. Biene, die in der Luft so rumtüdelt und dann da sagt, ah, das neue Jahr, das neue Jahr. Und so. Ja, das kann sein, das kann sein, ja. Und auf jeden Fall haben meine Eltern mir das immer noch geschickt. Und dann dachte ich mir, weil ich so unglaublich unerfolgreich war, damals schon mit meinen Videos auf YouTube, mit meinen Puppenvideos auf YouTube, dachte ich mir, ich mache mal so kleine Videos, so Themenvideos und schicke das meinen Eltern, dass die das mal rumschicken. Aber die haben das auch nicht, selbst die haben das nicht rumgeschickt, selbst da fand ich nicht statt, Das ist in ja dieser WhatsApp-Gruppe. eine wahnsinnige Frechheit. Was waren das dann für Themenvideos? Auch so zu Feiertagen? Ja, so Ostern und sowas, so kleine Clips. Traurig. Ja, traurig. Das ist bei WhatsApp natürlich eigentlich sonst. Also irgendwie verbreitet sich da ja alles. Ich frage mich auch, wo die Videos ursprünglich mal herkommen, weil irgendwie werden die ja immer weitergeleitet dann von, also in meinem Fall jetzt von meinen Großeltern zum Beispiel. Irgendwo müssen die ja herhaben und die haben die dann von Freunden und die auch wieder von Freunden. Wer macht denn das alles? Muss da nicht so ein Ich weiß es. wahnsinniges Geschäftsmodell hinterstecken, sondern so ein riesiges Imperium und da sitzt ein reicher Typ in Anzug und Zigarre auf seinem riesigen Sessel und synchronisiert dann den Schlumpf und macht damit Millionen. So stelle ich mir das vor. Ja, wahrscheinlich. Das ist auch derselbe Mensch, der sich die weißen Turnschuhe ausgedacht hat. Ja. Weiße Sneakers, die jetzt alle, die alle tragen seit vielen, vielen Jahren. Und ich frage mich, wann hat das endlich mal ein Ende, dieses Elend? Aber du trägst, glaube ich, auch weiße Sneakers, Das ist oder? richtig, ja. Woher weißt du das? Das ist, Ah. also, woher kommt deine Antipathie? Erzähl's. Meine Antipathie kommt daher, dass einfach alle weiße Sneakers tragen. Und ich den auch den Leuten, also vielen Leuten unterstelle, dass sie sich keine Gedanken machen darüber. Also erstmal finde ich es absurd, dass man so durch die Straßen so geht und kommen Gruppen einem entgegen da haben 80% weiße Sneakers an. Und ich frage mich dann immer, merkt man das dann untereinander nicht? Oh, guck mal, du hast auch weiße Schuhe an. Aber die sehen genauso aus wie meine. Ja, genauso und alle anderen haben das auch. Also fragt man sich das nicht irgendwann? Oder anders gefragt, Frag mal anders. warum trägst du weiße Sneaker? Weil sie zu allen Klamotten passen, finde ich. Ich kann sie zu jedem Outfit tragen. Ich finde das bei, also schwarze Schuhe kommen ja, oder so schwarze Sneaker auch. Erst waren schwarze Schuhe, inzwischen geht es langsam in Richtung schwarze Sneaker, kommen ja auch langsam. Und ich finde aber, die könnte ich nicht zu allem tragen, habe ich das Gefühl, zumindest. Aber ich habe so ein Sneakerpaar, das ich dann auch vollkommen, also wirklich vollkommen gedankenlos über ein Jahr jeden Tag trage, weil ich einfach weiß, irgendwie passt das und dann ist es auch kaputt gelatscht und dann hole ich mir die nächsten. Aber es ist natürlich, ich finde, es kommt auch eher darauf an, welche Marke man trägt. Es gibt ja, inwiefern, du kennst dich mit Spotify besser aus, inwiefern dürfen wir hier Markennennung machen? Das ist doch, können wir doch. Ich glaube ja. Air Force One von Nike.
trägt da jeder. Mhm. Das finde ich auch sehr Standard und die kann ich auch nicht sehen. Und die kann ich auch, also es gibt so ein paar gewisse Modelle oder wie wir Experten sagen, Colorways, die ich dann schon ein bisschen besser finde. Aber so grundsätzlich dieses Modell an sich kann ich nicht mehr sehen. Ich finde, es kommt nicht so sehr auf die Farbe an, sondern auch so ein bisschen darauf, welches Modell man dann findet. Mhm. Oder was man mag. Aber wir sprechen jetzt von weißen Sneakern, also einfach nur weiß oder mit Muster oder sowas. Na, weiß in Kombination mit Schwarz zum Beispiel. Okay. Nee, ich meine jetzt die wirklich einfach weiß sind. Mhm. Einfach nur weiße Sneaker. Früher, vor einer Woche, da saß mir im Zug jemand gegenüber, der war, also standardmäßiger konnte man gar nicht angezogen sein. Und ich frage mich dann immer, wie kommt das? Sehen die Leute, das trägt man genau so und kopieren das dann? Oder kommt das einfach so unterbewusst? Wie kommen Leute dazu, sich wirklich also die standardmäßigsten Sachen anzuziehen, die alle anderen auch haben? Hm. Sieht man nicht auf der Straße, oh, guck mal, der hat weiße Sneaker, und weiße Socken und eine schwarze Hose. Und der hat sich die ein bisschen hochgekrempelt und hat also schwarzes Sweatshirt an. So. Merkt man das nicht? Ich denke, viele Leute merken das und ziehen sich deswegen so an, weil die sehen, dass es einem anderen gut steht und dann schaut man, wie es einem selbst stehen würde. Also ich finde das fast ein bisschen, also ich finde das überhaupt nicht schlimm, aber ich finde das fast ein bisschen seltsamer, wenn man sieht, dass sich Leute so überhaupt keine Gedanken bei ihren Klamotten machen, weißt du, wenn die dann das tragen, was ich 2015 getragen habe, als ich 10 Jahre alt war. Mhm. Das finde ich immer ein bisschen seltsam, aber es ist natürlich nicht schlimm. Aber andererseits, selbst wenn man dann sowas trägt, was alle anderen auch tragen, ist ja dann wenigstens ein Mindestmaß an Gedanken damit eingeflossen. Mhm, okay. Naja, wir schweifen ab. Naja. Wir haben ja noch viel wichtigere Dinge zu bereden. Ja, genau, wir haben ja noch was ganz Wichtiges. Wir müssen das erklären kurz. Ja. Wir haben ja immer pro Podcast-Folge ein Hauptthema, was uns sehr beschäftigt hat. Richtig. Oder wo wir denken, das ist so wahnsinnig interessant, das müssen andere Leute auch erfahren. Ganz genau. Und heute ist es beides. Heute ist es beides, ganz genau. Und wir bereiten das dann auf. Und eigentlich ist es ja ein Wissenschaftspodcast hier. Genau. Wir sind ja mit Nachrichten eingestiegen, ein bisschen leichter gewesen. Aber jetzt gehen wir so richtig in die Tiefe, in die Wissenschaft rein, oder? Absolut. Also wir haben jetzt wirklich, bitte lasst euch nicht davon abschrecken, dass wir gerade geschwafelt haben. Das ist kein einfacher Schwafel-Podcast. Wir haben euch am Anfang informiert und jetzt haben wir ein bisschen über andere Dinge geredet. Über unsere Gedanken haben wir euch informiert. Mhm. Und jetzt geht's weiter zu den wichtigsten Informationen, die wir den letzten Monat übersammeln konnten. Das Thema des Monats. Es geht um... Ja? Ja, halte ich fest. Hörst du zu? Ja. Ja, ich höre zu. Bist du bereit? Ich weiß es ja auch schon. Bist du bereit? Ja, ich weiß es doch auch schon. Ich weiß es. So. Ich baue jetzt eine künstliche Spannung auf. Ja, okay. Ja. Okay, schnell dich an. Sag schnell, sag. Es geht... Varusschlacht. Varusschlacht. Die... Was? Varusschlacht? Die Varusschlacht. Die Varusschlacht. Die. Aber Varusschlacht, wollen wir nicht mal anfangen, die Leute so ein bisschen einzuführen in die Varusschlacht? Was ist denn die Varusschlacht gewesen? Was war denn die Varusschlacht gewesen? Ja, bitte, die zittern ja schon vor Aufregung, bitte. Ja. Erzähl doch mal vom Konflikt und vom Hintergrund. Ja, die Varusschlacht, von römischen Schriftstellern als Claudius Vienna bezeichnet, war ein militärischer Konflikt im Jahr 8. Nach Christus, muss man sich vorstellen, 8 nach Christus, zwischen den römischen Streitkräften unter der Führung des römischen Feldherrn Varus, darum auch Varusschlacht, und einer Allianz germanischer Stämme unter der Leitung von Caesar. Interessant. Und was war denn der Grund überhaupt? Der Grund des Konflikts, kannst du uns das sagen? Sag ich mal. Also, mach mal. Pass auf, es war wie folgt. Karamir, der war ein Leutnant von Varus, der belauschte beim amtlichen Umtrunk an der Bar ein Gespräch zwischen dem handelsgefreiten Umarak, der noch sehr wichtig wird jetzt im Laufe der Geschichte, der mit dem Bruder von Cäsars Ehefrau zur Schule gegangen ist, und dem Schwager des Unteroffiziers Salmarek. Ja, soweit so gut. Umarak behauptete dann bei diesem Gespräch, der Knabe Garamond, der Sohn von Cäsar wiederum,
habe über Sergande, die Tochter von Varus Onkel, gelacht, als ihr bei der Eiersuche im Hühnerstall ihre Haube ins Gesicht gerutscht ist. Das ist schon mal ein Skandal. Und das hat Varus dann so wütend gemacht, dass er Cäsar zur Rede stellte. Daraus entfachte dann dieses riesengroße Streitgespräch erstmal und anschließend ein Krieg. Das Ding ist, wir haben dazu sogar exklusives Audiomaterial. 2015 Jahre ist es inzwischen alt. Vom Streitgespräch, das entfachte. Bitteschön. Sag mal, Cäsar, weißt du, was du bist? Du bist ein ganz übler Hund. Du bist ein Schwätzer. Jetzt schweig. Das bist du. Jetzt hör auf zu reden. Es ist nicht mein Problem, wenn Sergande die Haube ins Gesicht rutscht. Du wirst deine Leben nicht mal froh werden, das verspreche ich dir. Also, was du mir hier an den Kopf wirfst, das ist unfreundlich. Ja, das ist eigentlich unerhört, wenn ich mal ganz genau bin. Ja, ich mag sowas nicht. Was hast du gesagt zu mir? Nimm das zurück. Nimm das zurück, Cäsar, du Pass blöder auf, Hund! Was passiert, wenn du weitermachst? Da kannst du aber nur auf den Morgen hoffen. Nee, das ist doch, das ist doch Menschenunwürdig. Du bist doch blöder als ein Hund. Schluss mit lustig. Verdammter, ich mach nen Wirbel in Amerika. Pass mal auf. Ja, oh, da fliegen fast die Fäuste, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, voll goofy. Das ist doch total goofy, oder? Ich find's wahnsinnig aufregend erstmal. Also fast, macht Angst. Macht Angst. Ja, aber auch goofy. Wie du willst. Wie du willst. Ja. Das Wort hat's dir angetan. Das hätte es unser Cäsar nicht gegeben. Nee, aber das ist ja auch mein Sprech. Weißt du, das ist die Jugendwörter und so, das ist ja, da jongliere ich ja mit. Das ist ja mein Sprech. Gut, verstehe. Sag mal, wie ist denn jetzt der ganze Quatsch ausgegangen? Ja, das kann ich dir erzählen. Die römischen Streitkräfte gruben einen unterirdischen Pfad parallel zur Marschroute von Cäsars Truppe und waren somit während des gesamten Marsches unter ihnen. Daher kommt auch das bekannte Sprichwort, sie sind während des gesamten Marsches unter uns in Form eines unterirdischen Pfads. Als die Germanen ihre Nachtlager aufschlugen und die Maultiere bürsteten, drangen die Römer von unten aus dem Acker und griffen an. Die germanischen Stämme erlitten eine katastrophale Niederlage. Schätzung zufolge wurden etwa 20.000 Soldaten getötet oder gefangen genommen. Was natürlich ein Ding ist. Das ist ein Ding, oder? Also goofy ist das nicht, das ist eher ein Ding. Das ist ein Ding. Sogar in deinem Sprech, ja? dass ich dann aus diesem anfänglichen Streitgespräch, das wir eben abgespielt haben, diese riesige Schlacht entwickelt hat. Das ist natürlich das eine Ding. Das andere Ding ist wiederum, dass aus dieser Schlacht auch dieses berühmte Sprichwort kommt. Ja, hat sich ja so eingebürgert, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt, woher sowas kommt. Ist häufig bei Sprichwörtern so, ist mir mal aufgefallen. Ne? Man sagt dann irgendwas und dann hinterher fragt man sich, was ist das eigentlich für ein Quatsch, den man da ausspricht? Naja, vor allem, wenn die so geläufig sind, also wie das. Eben. Oder es gibt dann auch so, wie ist denn das? Sag mal ein Sprichwort schnell. Der Tod, der macht aber auch ganz schön viel Chaos, also ganz schön viel Chaos. So. Ne? Wo kommt das her? Das ist doch, also man benutzt das dann in Situationen und hinterher fragt man sich, komisch. So ist das Leben. Gut. Ja, so ist das Leben. Wir wollen euch jetzt nicht warten lassen, denn jetzt kommt direkt die nächste Sensation, nämlich eine Live-Schalte. Wir schalten jetzt live zum letzten lebenden Veteranen der Varusschlacht. Sein Name ist Herr Hermann Herolius. Schönen guten Tag, Herr Hermann Herolius. Wie empfanden Sie damals den Ausbruch der Schlacht? Ja, ich war damals noch ein junger Hüpfer. Heutzutage würde man bei TikTok oder sowas denn alles erfahren, wenn Varus wieder eine Schlacht anzettelt. Aber damals waren das andere Zeiten. Wir waren ja komplett auf StudiVZ angewiesen. Ja, gutes Stichwort übrigens. Was, also finden Sie, hat sich denn seit der Varusschlacht bis heute am meisten verändert? Ja, das ist nichts mehr so, wie es einmal war. Was ist denn dann der größte Unterschied? Alles.
Herr Hermann Herolius, also gut, können Sie dann vielleicht sagen, was heute noch genauso ist wie früher? Varusschlacht, also Mensch, ne? Das muss ja was gewesen sein. Also da können Sie uns doch mit Sicherheit auch ein Lied von singen, ne? Ja. Ja, geben Sie mir eine Harfe. Das war eine Schlacht, das ist eine Macht und keine Herr Wort Herolius? in Herr Rhein. Herolius? Und trotzdem Entschuldigung. war in Entschuldigung, Herr allem Herolius. ist Ganz kurz mal. Herr Notrosch Rhein ist Herr Rhein. Sein. Und trotzdem war den Warnuschlag in auf den Herr Feld Rhein. beisammen. O aber mein Bitte lassen Sie das. Israel, Lassen Sie das. aber hey, hart leid. Fakt Nummer 4. Max, Max, du hast es nicht, du hast es einfach nicht gerade. wir machen jetzt weiter mit Fakt Nummer 4. Ja. Ja, denn, boah, bin auch völlig von der Rolle. Also die Varusschlacht, die hat ja auch Auswirkungen auf die heutige Zeit. Und die sind nicht von geringer Bedeutung, möchte ich mal sagen. Denn im Zuge der Varusschlacht verschoben sich die Grenzen. Und Germanien wurde vollkommen neu aufgeteilt. Der Rhein wurde zur festen Grenze des Germanischen Reiches im Norden, ja. Die Germanen zogen ihre Truppen westlich des Rheins dann zurück und gaben die Eroberung weiterer Gebiete im Römischen Reich auf. Der Konflikt ist das bedeutendste Ereignis in der deutschen Geschichtsschreibung und wird auch als Symbol für den erfolgreichen Widerstand gegen die germanische Eroberung gezählt. Die Varusschlacht gilt heute als frühes Beispiel für wirkungsvolles Guerilla-Marketing. Ja? Also das ja, da erinnern wir uns zum Beispiel noch alle an den ulkigen Schimpansen im Bademantel, der uns allen den Vogel zeigt. Ja, genial. Kann ich mich immer wieder beömmeln. Ja, typisch, ne? Typisch dieser Schimpanse, ne? Ja, und das fing damals alles an. Ne? Ja, Stell mal vor, damals waren die Anfänge, ne? muss man mal sagen, müssen wir heute auch ein bisschen dankbar sein, wenn es damals nicht diese brutale, grausame Schlacht gegeben hätte, hätten wir heute nicht den Gorilla im Bademantel. Ja. Ja. Schimpansen, Entschuldigung. Aber Ja. ja, cool. Die rum darum. Ja. Schimpansen und Gorillas kannst du immer auseinanderhalten, ganz gut. Okay. Gorillas sind die, die im Käfig sitzen und diesen Twix-Finger machen. Klick, klick, ne? Kleck, kleck, Twix. Also Okay. Reiter, klack, klack. Und Schimpansen sind die, die immer in diesen blauen ja, Strickpullis immer so rumlaufen und so ihren Strickpulli zerreißen Ja. oder auch Leuten mal das Gesicht abbeißen. Das gibt's auch oft mal. Die blecken dann so das Zahnfleisch. Ah, das leuchtet ein. Das ist dann so Ja. ähnlich, also bei uns im Berliner Zoo nennt man das dann die Affenstunde. Ne? Was ist denn die Affenstunde? Das ist so. Also das, was du beschrieben hast eigentlich. Wenn da irgendwelchen Besuchern das Gesicht weggebissen wird, das ist Ja, ja so typisch Schimpanse, das ist die oh, passt gut Affenstunde auf, jetzt ist wieder Affenstunde. Ach Mensch, Moment wieder. mal. Nicht schon wieder. Ja. Ja. So läuft das bei uns. So ist es in der Hauptstadt. So wild So ist es ist bei uns. das. Ja, ach gut, wir schweifen wieder ab. Es gibt ja noch andere Sachen. Denn das, was wir euch bis jetzt erzählt haben, ist nicht alles von der Varusschlacht. Es gibt noch ein paar andere Fakten, die sich kurz zusammenfassen lassen. Und zwar jetzt in unserem Fun Fact Spiel dran. Nummer 1. Die Haube Sargandis, von der wir früher gesprochen haben, war bis 2021 noch in einem Lübecker Museum zu bestaunen. Dann hat sie Elon Musk aber sich gekauft, um ein Zeichen mit der Botschaft nie wieder zu setzen. Zweitens, wer sich den unterirdischen Pfad der Römer einmal selbst ansehen möchte, Pech, der ist 2 Monate nach Schlachtende in sich zusammengeplumpst. Nummer 3. Die Kämpfer der Varusschlacht verbreiteten sich nicht selten in Privatgemächern einfacher Bürger und klauten und zerstörten dort Dokumente mit ihren Daten. Deshalb spricht man auch heute noch vom Computer-Varus.
Viertens, seit dem 1. November 2023 sind alle Menschen von damals tot. Fünftens, selber Fakt wie Fakt 1. Fun Fact Spiel dran. So. Puh. Haben wir das abgearbeitet? Also, ja, das war aber wirklich speedig, oder? Das war so richtig auf Speed, ne? Das war mal fast zu schnell. Ah, wie ein Schimpanse auf Ecstasy, so war das. Genau, genau. Gut. Andere Berliner Affenstunde. ganz schön anstrengend, so wenn man die Aufgabe hat, Leute zu informieren, habe ich das Gefühl. Ne? Das macht was mit einem. Ist kein Zuckerschlecken, ne? Bin jetzt im Laufe dieses Podcasts um 3 Monate mindestens gealtert. Mhm. Ja. Hast du, warst du dir schon immer bewusst darüber, was NachrichtensprecherInnen sind? Wie meinst du das? Also, ich dachte früher, die recherchieren und die denken sich auch die Nachrichten zum Teil aus und verursachen sie oder sowas. Mhm. Aber sie sind ja reine Sprecher. Ja. Also, es gibt Menschen, die es recherchieren und so. Und dann sind die aber einfach dafür zuständig, das einfach aufzusagen. Mhm. Nee. Das hat mir so ein bisschen die Illusion genommen, finde ich. Da habe ich mir eigentlich nie so richtig drüber Gedanken gemacht. Das ist auch, ich bin hauptsächlich, also als ich, weiß jetzt nicht, von welchem Alter du so sprichst, in dem du das geglaubt hast, 19? 14, so vor einem Jahr ungefähr. Mhm, okay. Nee, irgendwie, also das war mir schon immer relativ klar. Ich finde aber den Beruf an sich auch interessant, so dass ich mir dann öfter mal was angeschaut habe, wie so ein Tag abläuft bei Nachrichtensprechern. Mhm. Aber was mir nie so bewusst war, war natürlich, dass sie nur einen Versuch haben. Also die sagen das live und wenn dann mal was schief läuft, dann ist es so gelaufen. Ja. Die machen ja auch mal Fehler. Ich dachte früher, die machen keine Fehler. Mhm. Ja, ich finde es irre, wenn man so, also ich finde es sehr gespenstisch, wenn man so diesen Job sich so anguckt, die stehen ja in diesem Studio. Hm. Es gibt ja gar keine Menschen mehr, die an diesen Kameras stehen, sondern die sind ja auch gesteuert von Computern. Hm. Von GBT, ChatGBT. Alles wird gesteuert durch ChatGBT. Wird die Welt nochmal übernehmen. Hashtag. So. Und die stehen dann halt in diesem komischen leeren Raum. Und keiner ist da irgendwie, also es wird auch alles hochgefahren und sowas. Da drückt einer morgens, muss man sich so vorstellen, da ist, wird das Studio, wird so aufgeschlossen und dann sitzt da einer am Schreibtisch und drückt einfach auf den Knopf und dann isst da, keine Ahnung, sein Brot weiter und so und guckt ein bisschen im Internet und dann ist aber alles hochgefahren schon und dann die Nachrichtensprecher, die kommen dann so in dieses Studio und sprechen diese Nachrichten ein. Mhm. Vollkommen abgesondert von irgendwelchen anderen Zivilisationen. Die leben da wahrscheinlich. Die leben da. Was ich ein bisschen gruselig immer finde, ist, dass es ja Kameraroboter sind. Ne? Auch der Kamerakran und so. Mhm. Es wird ja dann alles aus der Regie irgendwie per Knopfdruck gesteuert und dann kann sich die Kamera da auf magische Art und Weise bewegen. Das würde mir irgendwann Angst machen, dass sie dann irgendwann anfängt, verrückt zu spielen. Mhm. Dass der Roboter hinter der Kamera auf einmal so leuchtende Augen kriegt, ne? Genau, und sich dann auffrisst, so, dass dieser, also wer weiß, wie ein Teleprompter aussieht, das könnte auch locker so ein Maul von einem gierigen Monster sein. Oh, gruselig. Ja, so weit sind wir zum Glück noch nicht, aber... Aber ChatGPT kommt da bestimmt bestimmt bald um die Ecke. So sieht's aus. Aber weißt du, was das nicht kann, also ChatGPT? Poetry Slam schreiben. Oh! Ja. Aber weißt du, wer das kann? Hast du das gemacht? Ich habe das gemacht und jetzt halte ich fest. Zum Thema Varusschlacht. Nein, das ist ja ein Zufall, oder? Das ist wirklich ein Zufall. Ja, das Thema hat mich so berührt, dass ich mir gedacht habe, ich muss meine Gefühle irgendwie ausdrücken können. Ich muss ihnen freien Lauf lassen. Ich möchte der Welt mitteilen, was meine Gedanken zur Varusschlacht sind. Ich meine, wer möchte das nicht? Aber ich habe es dann halt auch umgesetzt. Ja. Mhm. Du hast es gemacht. Ja. Du hast es in die Hand genommen. Richtig. Soll ich mal vortragen? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich bin ja an sich großer Poetry Slam-Fan. Du auch, nehme ich an. Mhm, ich auch, klar. Gut, na dann. Dann wird dir das hier gefallen. Oh. Ich hab jetzt schon Gänsehaut. Es ging noch nicht los. Ach so. Ja. Varusschlacht, Test der
Menschheitsneuen Macht, welche Gesellschaft soll das sein? Haube runter, Schwert im Bein. Das Schwert fliegt, der Arm fliegt ab, das Schwert geht wieder in die Scheide. Zack, zack, pum, ah! Ärmchen liegt nun in der Heide. Wie kam es dazu? Denk, 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 Kapitalismus, Misogynie. Wobei, die Scheide ist im Spiel. Vielleicht Antidemokratie. Er piekst ins Auge, das Blut spritzt, ringsherum wird alles schmierig. Die Blutfontäne, makabrer Brunnen, die Rüstung zu reinigen, schwierig. Der Varus ist der Mädchenschwarm mit eigener Pro-Varus-Demo, nach Vollkörper-Schwertangriffen auch nicht mehr als wie ein Emo. Zack, boink, plump, pam. Schnabbeli-Ping, uff, ram, tam, 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 tam. Kling, klirr, bang. Dankeschön. Boah. Das war der Wahnsinn. Das war ja besser wie die Varusschlacht an sich. Kann nicht mehr. Oh nein. Weinst du jetzt oder was? Ich wollte. Komm, reiß dich bitte ein bisschen zusammen. Das ist ein bisschen unangenehm jetzt gerade. Gut. Ein Goofy von mir. Ein Goofy, oh, voll Goofy. Oh, Männer weinen nicht. Entschuldigung. Was ist das? Wollte mich der Öffentlichkeit nicht so öffnen. Ja. Du, aber diese ganzen Geräusche und so, die du da so unglaublich formuliert hast, die waren es, glaube ich, die Emotionen hochkochen haben lassen, oder? Ja, weil ich dann vor dem inneren Auge die Varusschlacht gesehen habe. Also, ich hatte quasi Flashbacks, als wäre ich damals direkt dabei gewesen. Kennst du das? Also total. Also so grundsätzlich Flashbacks, die auf einmal aufkommen und man weiß nicht, wo die jetzt herkommen. Also so alles Mögliche jetzt. Varusschlacht ist halt bei mir am häufigsten so. Aber das kann ja alles Mögliche sein. Und dann sitzt man da und muss sich konzentrieren eigentlich, zum Beispiel auf eine wichtige Klausur jetzt, in unserem Fall bei Leuten in unserem Alter. Ne? Und dann denkt man auf einmal an was völlig anderes und es ist total weg vom eigentlichen Thema. Hast du das nicht? Sollte ich mich mal untersuchen lassen? Ich habe das mit Ängsten, dass ich da denke, die kann ich mir nicht erklären. Die müssen von irgendwelchen anderen, früheren Leben kommen oder sowas. Interessant. Meinst du? Ich habe zum Beispiel Angst, ja? Ja, nee, bitte, erzähl. Wollte gerade fragen nach einem Beispiel. Ja, erzähl. Ich wollte jetzt gerade mal fragen nach einem Beispiel und du wolltest jetzt eins. Achso, ja, wo du gerade fragst nach einem Beispiel, da habe ich gleich ein Beispiel parat. Erzähl mal. Und zwar, vor Wasserfontänen zum Beispiel habe ich Angst. Nein. Vor hohen Wasserfontänen. Echt? Ja, oder vor, wenn ich im See bin und da sind so große, also ich schwimme im See und es sind so große Sachen am Ufer, zum Beispiel Bäume oder Häuser oder sowas. Ach Gott. Davor habe ich Angst. Und vor großen Vögeln, die über mich hinwegfliegen. So. Und am schlimmsten ist es dann, am schlimmsten wäre es, wenn ich in dem See schwimme, eine Wasserfontäne ganz hoch schießt und dann noch ein Vogel über mich rüber. Ja, du merkst, wie das zusammenpasst, ne? Also vielleicht kommt diese Angst aus einer einzigen Situation, in der alles irgendeine Rolle gespielt hat. Ich weiß nicht, ist mal was auf dich raufgefallen? Sind dann Bäume und Vögel auf dich raufgefallen und eine Wasserfontäne hat dich dann noch nass gemacht, oder? Ja. Ich habe, glaube ich, einen Armageddon erlebt. Da sind Vögel vom Himmel gefallen, Bäume auf mich draufgefallen, Fontänen hoch. Walfische sind so, haben so ihre Fontänen so hochgewirbelt. Ja. Wahrscheinlich deswegen. Nee, aber ich denke manchmal, es ist vielleicht so, dass ich früher wirklich mal eine Haselmaus war, die auf dem Feld war und halt vor Höhen, also immer nach oben gucken musste, weil sie halt gucken musste, ob irgendwie ein Adler da fliegt oder sowas. Sowas vielleicht. Solche Ängste. Vielleicht war ich eine Haselmaus früher im früheren Leben. Das ist ja spannend. Das wäre doch süß, oder? Das wäre auf jeden Fall süß. Und du hast doch auch, du machst ja Livestreams, kann man an der Stelle mal kurz bewerben für alle, die jetzt den Podcast gerade einfach so hören. Was niemand machen wird, aber wir machen jetzt trotzdem mal einfach Werbung dafür, für deine Livestreams, die du machst auf Twitch. Da hast du doch auch diesen einen Button mit der Haselmaus, die einen schrecklichen Albtraum hat. Stimmt, ja. Ja, das ist also. Ja, das kann doch kein Zufall sein. Das wird langsam ein bisschen, also der Kreis schließt sich. Ja. So wird ein Schuh draus.
Eine ganze Schuhfabrik. Schuh draus. Schuhfabrik. Ja, sehr gut. Ja, aber vielleicht, stell dir mal vor, ich so als kleiner Haselmaus mit so einer Jeanshose, mit so einer Latz-Jeanshose, sitzt halt im Feld und macht gerade so einen Podcast mit so einem ganz kleinen Mikrofon in der Hand. So wirbelt die Gags raus und da kommt auf einmal so ein Adler von oben und greift mich und fängt mich und beißt mich tot. Ja, das ist eine süße Geschichte an sich. Ja, und so bin ich wahrscheinlich zu Tode gekommen und darum habe ich so Angst vor diesen ganzen Sachen. Ist doch auch irgendwie verständlich, oder nicht? Das ist insofern schon verständlich. Und das ist ja auch nichts Unnormales, vielleicht, dass man so irrationale Ängste hat und gar nicht weiß, wo die herkommen. So. Das ist also, ich mag Tintenfische nicht. Ich mag generell Wassertiere nicht. Überhaupt nicht. Auch keine Delfine? Delfinis? Delfine gehen bestimmt noch. Das sind ja auch. Vielleicht habe ich nur was gegen Fische. Delfine sind ja Säugetiere, die finde ich nicht so schlimm. Mhm. Vielleicht hat es damit was zu tun. Aber es ist zum Beispiel so, ich war gestern gerade essen und dann habe ich mir da nett was vom Buffet genommen und habe mir dann was genommen, wo ich dachte, das könnte ein Schnitzel sein. Und dann habe ich da reingebissen und dann habe ich gemerkt, es schmeckt nach nach Oktopus. Mhm. Und obwohl ich gegen den Geschmack überhaupt nichts habe, kann ich Oktopus oder Tintenfisch kann ich überhaupt nicht essen. Ich habe als Kind Tintenfisch richtig gerne gegessen, bis ich dann irgendwann erfahren habe, wie Tintenfisch aussieht. Also die Tintenfischringe mochte ich und als mir dann mal jemand gezeigt hat, wie ein Tintenfisch aussieht, habe ich die nie wieder gegessen und bis heute. Mhm. Findest du die eklig? Ja, also schon allein die Vorstellung, dass die 8 Arme haben, die auch kontrollieren können und wissen, wo die so lang schwabbeln und dass sie so intelligent sein sollen, macht es noch mal ein bisschen gruseliger. Die sind wie Außerirdische, finde ich. Ja, verstehe. Ah, vielleicht bin es nur ich. Ja, interessant. Bin's auch nur ich. Aber jetzt stell dir mal vor, bei deinem Trauma-Moment wäre dann in dem Wasser, aus der die Fontäne hochgeht, auch noch ein Tintenfisch. Das wäre dann wiederum für mich der Horror, aber für dich vollkommen okay. Ja, ich würde dann einfach nur lachen darüber. Und du würdest dann auf einmal Panik kriegen. Ja. Aber hast du genaue Vorstellungen, was die Tintenfische mit dir machen? Die grapschen ganz komisch meine Beine an. Mit ihren 8 Armen. Ja. Schlängeln. So Grapscher sind das. Ja, das sind richtige. So Grapscher. Ja, die sollten schon längst hinter Gitter, aber weil die so reich sind, können die sich immer wieder freikaufen und irgendwie wird denen nie so richtig der Prozess gemacht. Und die saugen sich dann also so halb an mir fest und betatschen meine Beine. Das möchte ich mir nicht vorstellen. Oh. Also stelle ich mir gerade vor, aber eigentlich will ich das nicht. Oh, und dann willst du da abschütteln, dann haben sie sich festgesaugt mit ihren Saugarmen. Oh, schlimm. Oh. Schlimmer geht's nicht. Ich hatte früher sogar ein eigenes Aquarium, was ich dann aber irgendwann auch abgeschafft habe, weil ich einfach nicht konstant Fische haben wollte in meinem Zimmer. Und es hat dann ja auch nach Fischen gerochen. Und ich musste dann ja auch mal ins Wasser reingreifen, um da irgendwas sauber zu machen oder so, fand ich total schlimm, dann ins Wasser da reingreifen zu müssen und vielleicht ist dann auch noch ein Fisch gegen meine Hände geschwommen. Also ich habe mich geekelt von meinen eigenen Fischen. Also ganz schlimm. Oh. Ja. Oh, das ist interessant. Alle tot. Naja. Naja. Das Leben geht weiter. Richtig. Also nicht für die. gut, bevor wir uns jetzt hier noch so in unseren Ängsten verquatschen. Wir möchten ja den Zuhörern keine Ängste machen, aber vielleicht haben die ja auch welche. Das könnten sie uns mal schreiben. Und dann reden wir beim nächsten Mal über die Ängste von ihnen. Oder? Oh ja, dann lachen wir darüber. Ja, wie albern. Machen wir uns darüber lustig, dass ihr so dämlich seid. Das wäre doch mal was. Ja. Das ist gut. Ja, schreibt uns das mal. Am besten mit Namen auch, dass wir euch auch erwähnen können, ne? Ja, also wenn es bei euch... Vielleicht Foto auch. Genau, und Vorstellungsvideo. Und Lebenslauf. Und dann kommt er vielleicht hier rein. Sehr gern. Das klingt doch nach einer tollen Sache. Ja, die nächste Ausgabe ist dann in einem Monat, am 1. Dezember. Und dann berichten wir euch natürlich am Anfang auch wieder darüber, was im Monat November so passiert ist. Alles Wichtige, was ihr wissen müsst. Was denkst du denn, Henning, was wird denn diesen Monat so passieren? Was könnten besondere Vorkommnisse, besondere Ereignisse sein? Oh, ja, ich denke, spontan fällt mir da gerade eine Situation ein, die ich mir so vorstelle, die ich für sehr wahrscheinlich halte. Ja. Schulz, sagt ja was, ne?
Schulz, der Kanzler. Olli Schulz, unser Kanzler. Ja. Olli Schulz, der Kanzler. Ja, der wäscht sich eines Morgens, hat schon Sakko an, also schon in kompletter Montur. Hm. Vorher seine Frau stand so hinter ihm und hat so im Spiegel seine Krawatte so gebunden, weil er es immer noch nicht kann. Er ist jetzt seit, wie alt ist der? 40, 50 ist der, kann immer noch keine Krawatte, total albern, aber seine Frau hat ihn gebunden. Keine Zeit dafür. Er stand halt in voller, genau, keine Zeit dafür, mein Gott, er hat wichtigere Sachen zu tun. Steht dann halt im Badezimmer und will sich die Hände waschen und guckt dann noch in den Spiegel und da war ein Moment, oder wird er, muss man im Plural sprechen, er wird unaufmerksam sein und hat sich gerade im Spiegel angeguckt. Er kontrolliert auch immer gerne, ob die Frau noch die Krawatte auch richtig gebunden hat, weil manchmal ist es ein bisschen schusselig, dann macht es nur einen Knoten und Schulz hat ja diesen Doppelknoten, diesen berühmten Schulz-Doppelknoten, kennst du ja auch. Okay. Und dann guckt er auf die Krawatte und in dem Moment hat er die Seife in der Hand und drückt ein bisschen zu stark zu, hat so einen zu starken Druck, mit Händedruck und dann fluppt die ihm aus der Hand und ins Waschbecken rein. So, und er natürlich todesmutig, kennt's ja, also er als Bundeskanzler ist ja krisengewohnt. Muss er sein. Und er greift aber, muss er sein, klar. Und er greift aber ohne darüber nachzudenken. Und das ist halt diese Stärke von Schulz, der denkt halt nicht nach, muss halt nicht nachdenken. Der greift dann da rein und schnappt sich mit einem gekonnten Griff diese Seife wieder und legt die wieder da auf diesen Seifenständer. Boah. Das kann ich mir vorstellen, dass das jetzt im November passieren wird. Das ist, was der alles kann. Ja, oder? Aber meinst du, der lässt das dann zu, dass die Medien darüber berichten? Weil es lässt ihn ja im ersten Moment auch ein bisschen schwach aussehen. Ich glaube, er wird das verschweigen, ja. Weil er hat ja auch viele Feinde, so sagen wir mal so, Gegenspieler, so sagen wir das mal so, wie Lucky Luke ja diese Gang hat von den Panzerknackern. Ja. Und ich glaube, dass er da in seinem Buch dann drüber schreibt, wenn er kein Kanzler mehr ist, aha, Kanzler AD, dass er in diesem Buch dann dieses eine Kapitel dann darüber schreibt. Okay, das heißt, dann können wir vielleicht noch nicht nächsten Monat darüber berichten, aber spätestens, wenn sein Buch dann draußen ist. Ja, ja. Das war dann natürlich. Und wenn er bei Kerner sitzt und darüber berichtet. Ja, das ist nicht schlecht. Boah, meinst du, wir haben irgendwie die Möglichkeit, an sein geheimes Manuskript vom Buch zu kommen und das vielleicht in der nächsten Ausgabe schon zu leaken? Ja, ich habe da vielleicht so meine Kontakte. Das wäre nicht schlecht. Ich will nicht zu viel verraten. Nee, wir wollen nicht, aber also, liebe Zuhörer, macht euch bereit. Vielleicht haben wir nächsten Monat hier was ganz Besonderes, was ganz Großes für euch. Ja, also ich persönlich freue mich im November jetzt hauptsächlich auf Wetten, dass das ja wieder stattfinden wird. Die angeblich letzte Folge mit Thomas Gottschalk. Also, angeblich muss man ja dazu sagen. Und ich freue mich einfach, dass Wetten, dass ja so ähnlich ist wie diese. Es gibt jetzt so eine Squid Game Game Show. Ne? So ähnlich ist das ja. Ne? Man hofft einfach die ganze Sendung über, dass es der Protagonist irgendwie überleben wird. Also, ich bin gespannt, wie es da läuft. Glaubst du, dass die Zähne drin bleiben? Also vielleicht, was ich mir gut vorstelle, was ich mir gerade vorstelle, ist zum Schluss übergibt er da Blumensträuße und bekommt auch einen gereicht. Und Michelle Hunziker hat ihre Zunge schon halb in seinem Rachen drin und dann muss er sich noch verabschieden vom Publikum. Und dann nimmt er seine Zähne raus und winkt so lieb in die Kamera und lächelt dabei ohne Zähne. Und sagt so stelle ich mir das vor. Okay, ja, aber Michelle Hunziker soll gar nicht dabei sein, ne? Ja, also zumindest nicht als Co-Moderatorin. Vielleicht ja als Gast. Mal schauen. Also. Oh, das wäre bitter. Das wäre bitter. Ja, sowas lässt er sich vielleicht auch nicht gefallen. Na. Michelle Hunziker ist für mich die deutsche Heidi Klum. Die muss mitmoderieren. Eigentlich schon. Find ich auch, also als ich das gelesen habe, dass er sie nicht dabei haben will in der letzten Ausgabe, fand ich das fast ein bisschen. Ja, aber so ist unser Tommy, ne? So ist er. Ja, typisch Tommy, ne? Das ist unser Tommy. Naja, so wird es dann im nächsten Monat also aussehen. Da freue ich mich schon. Ja, cool. Drauf. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich freue mich ja auch. Und dann berichten wir. Da hören wir uns also dann wieder, wenn das gelaufen ist. Ne? Genau. Die letzte, erste, die vor, vormals, die, erstmals letzte Sendung. Die letzte mit Thomas Gottschalk. Das wird spannend. Darüber müssen wir definitiv auch viel berichten beim nächsten Mal. Dann mal schauen, vielleicht die Schulz-Sache. Und
der Rest erübrigt sich dann. Das wird dann ja über den Monat irgendwie sich so entwickeln. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Ich bedanke mich fürs Interesse, sowohl deins als auch von allen anderen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war die erste Ausgabe von Witwe Berger. Tschüss. Tschüss. Hab gerade gezwinkert. Habt ihr leider nicht gesehen, aber deswegen habe ich so gemacht. Das habe ich gleichzeitig gemacht. Tschüss. Das war ein Kuss. Tschüss. Haben keine ich war Zeit schon irritiert. Ja, genau. Tschüss. Das war Witwe Berger. Mit Max und Plücke.